Dieser Ansatz wurde an der Stanford University entwickelt in Kalifornien und da ist auch ein sehr schönes Produkt mit entstanden. Und zwar haben die Entwickler von Design Thinking gemerkt, dass viele Studenten irgendetwas studieren und nicht verstehen am Ende warum und sehr unglücklich in ihr Leben starten, dort auch mit viel Schulden und dann auch mit Verpflichtungen. Und sie haben sehr früh angefangen, mit der Methode herauszufinden, gemeinsam mit den Studenten, was sie sich überhaupt von ihrem Leben erhoffen, was ihre Fähigkeiten sind, wo ihre Stärken oder auch Begabungen liegen und haben darauf aufbauend quasi Ideen entwickelt, wo es für die einzelnen Schüler oder Studenten und Studentinnen hingehen kann. Und ich denke, das ist interessant.